Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 11. November 2018 nach indischen Astrologie. Die indische Astrologie berücksichtigt die Präzession und das bedeutet, dass unserem Sonnensystem bewegt sich durch den platonischen Jahr. Ein platonischen Jahr dauert etwa 26.000 Jahre. Ein platonischer Monat dauert etwa 2.000 Jahre und wir befinden uns gerade in Wassermann-Zeitalter bis etwa Jahr 4000, dann folgt die Steinbock-Zeitalter. Diese Bewegung existiert aber in unserem Leben, das viel kürzer als jetzt tausende von Jahren, natürlich für uns erscheint das wie unbeweglich. Trotzdem existiert diese Präzession, diese Bewegung und das wird in indischen Astrologie berechnet, berücksichtigt. Es ist eine andere Methode für die Berechnung, also nicht wundern, wenn ich hier erzähle, Sonne, Mond und die Planeten hier befinden, dass das eine andere Berechnung ist als in westlichen Astrologie, also gibt ein Unterschied. Aber diese Berechnung ist präzis übereinstimmt, so wie die Astronomen das auch berechnen. Hier in diesem Bild erkennen wir die vier Grundelemente. Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. Wir sollen erstmal um unserem eigenen Energiefeld achten. Immer die Ruhe bewahren. In Ruhe liegt die Kraft. Dann im inneren Gleichgewicht bleiben und auf unserem eigenen Energiefeld achten, weil das hat eine wichtige Funktion, das ist unsere Anziehungskraft. Und es gibt ein Gesetz und dieses Gesetz sagt aus, Gleiche zieht Gleiche an. Und dieses Energiefeld kommt von unserem Inneren. Von Denken und Fühlen, immer positiv denken, angstfrei leben, dann verbessert sich unserem Alltag, unserer Lebensqualität. Aber es gibt Einflüsse von außen, auch von Kosmos und diese Bewegung betrachten wir hier, weil wir können in dieser Schwingung uns einstimmen und es kommt von der Elementenverteilung. Also schauen wir das mal an. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Waage und die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement. Also ich setze Sonne zum Luftelement. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und die Tierkreiszeichen Schütze gehört zum Feuerelement. Also ich setze die Mond zum Schütze, zum Feuerelement. Mars bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Und die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Ich setze Mars zum Luftelement. Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Skorpion gehört zum Wasserelement. Ich setze Merkur zum Wasserelement. Jupiter ist auch im Skorpion, also im Wasserelement. Venus ist rückläufig. Und das bedeutet, etwas wird noch gebremst in die Liebepartnerschaft, aber bedeutet auch, jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Venus befindet sich im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Waage und Jungfrau, aber noch in Waage, also im Luftelement. Und das bedeutet für die Jungfrau Geborenen, jemand kehrt zurück.
und bald kommt diese Nachricht oder diese Begegnung. Saturn befindet sich immer in die Mitte, Saturn erdet. Also ich setze Saturn in die Mitte, Saturn bewegt sich nach diesem indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Schütze. Wir können das leicht erkennen, wie die Verteilung ist. Immer noch betont die Luftelement, das schenkt uns Leichtigkeit, aber manchmal Leichtsinnigkeit oder das Gefühl, wir möchten uns nicht binden oder an etwas festhalten, aber wir können dieses Luftelement dazu nutzen, vieles loslassen, dass wir endlich aufatmen können. Und Luftelement vermittelt Worten, also hat einen Einfluss auf die Kommunikation. Mond befindet sich in Feuerelement, aktiviert die Feuerelement, wirkt auf unsere Emotionen, wirkt auf unserem Alltag, also kommt die Begeisterung, die Aktivität und auch die Leidenschaft ist spürbar. Bei Feuerelement kann das manchmal Wut sein. Was fehlt, das ist die Erdeelement. Die Erdeelement fehlt und wir brauchen aber jeden Tag die Gleichgewicht. Das heißt, wenn hier fehlt die Gleichgewicht, dann sollen wir die Energie in die Richtung lenken. Und das bedeutet Realität, Bodenständigkeit, Sicherheit, Stabilität, Beruf, Finanzen. Stabilität, aber auch in die Partnerschaft. Ein fester Boden unter unseren Füßen. Und wie erreichen wir das emotional, wenn wir hier und jetzt sind? Wir sind immer dort, wo unsere Füße steht. Immer die Gegenwart betrachten. Und das ist beruhigend. Saturn erteilt Lernaufgabe, zeigt auch eine Richtung. Saturn zeigt die Richtung Feuerelement, das kommt noch dazu. Damit wir Ausgleich finden, also wir können unsere Energie auf die Erdeelement richten und ein bisschen Feuer dazu, das heißt Begeisterung, aktiv zu sein, etwas in Bewegung setzen. Und so kommen wir zum Harmonie. Und diese Schwingung können wir uns abstimmen, was von der kosmischen Energie kommt. Und jetzt übergehen wir das zweite Teil des Horoskopes. Jetzt sind wir im zweiten Teil des Horoskopes. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont auf. Und das bedeutet für die Waagegeborenen zurzeit ein Aufstieg, etwas ins Licht zu bringen, sich bemerkbar machen. Und diese Energie beeinflusst die Persönlichkeit, die Auftreten, oft ändert sich auch sogar das Aussehen. Im nächsten Platz ist die Tierkreiszeichen Skorpion. Es sind hier Themen wie Werte, Besitz, Wertschätzung, Finanzen. Der nächste Platz ist hier und hier befindet sich die Tierkreiszeichen Schütze. Hier sind jetzt Themen, eine kleine Reise, kleinere Veränderungen, Kontakte, Kommunikation, Medien, Verbindungen, Schulungen. Der nächste Platz ist der tiefste Punkt des Horoskopes und das ist die Basis, die Fundament. Und dieses Bedürfnis haben gerade die Steinbockgeborenen. Dieser Platz beschreibt auch das eigene Zuhause. Und das ist auch ein wichtiges Thema, gerade bei den Steinbockgeborenen. Der nächste Platz beschreibt die Kinder und die schöpferische Energie und das haben gerade die Wassermanngeborenen. Dann folgt die Alltag, die Arbeit, die Pflichten, aber auch die Gesundheit. Wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind, also ist auch logisch. Hier befindet sich gerade die Tierkreiszeichen Fischen. Dann kommen die Verbindungen und Verträge, aber nicht nur das, sondern liebe Partnerschaft,
Das ist ein wichtiges Thema, gerade bei Wiedergeborenen. Und dann folgt die Wandlung. Und in dieser Wandlung, in dieser Transformation befinden sich gerade die Stillgeborenen. Aber nicht nur das, sondern hier kommen noch Themen dazu, wie Ämter, all das in Ordnung zu bringen. Finanzamt oder Termin bei Bank oder eine rechtliche Lage oder Erbschaft. Dann folgt eine große Reise und in dieser großen Reise sind gerade die Zwillingsgeborenen. Und das kann Ausland sein, Kontakte in Ausland oder Besuch von Ausland, aber bedeutet auch eine innere Reise, tiefe Erkenntnisse. Jetzt kommt der höchste Punkt des Horoskopes und hier liegt die Berufung. Aber nicht nur das, sondern auch die Anerkennung, Respekt und das Verlangen gerade die Krebsgeborenen. Und hier haben die Krebsgeborenen sogar karmische Themen. Dann folgt die Hoffnung. Ist es hoffnungslos oder pflegen wir die Hoffnung? Hat man diese Kraft? Aber nicht nur diese Themen haben die Löwengeborenen, sondern auch Freundschaften und Verbindungen zu Menschen, die gleichgesinnt sind. Und dann sind wir bei den Geheimnissen. Und diese Geheimnisse haben die Jungfraugeborenen. Entweder sie verheimlichen gerade etwas oder sie erfahren die Geheimnisse. Und wo befindet sich Sonne, Mond und die Planeten? Sonne ist selbstverständlich bei Sonnenaufgang, also in Tierkreiszeichen Waage. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Ich setze zu Schütze. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Ich setze Mars zum Wassermann. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Ich setze Merkur zum Skorpion. Jupiter ist auch im Skorpion. Venus ist rückläufig, ist noch im Waage, aber übergeht in Tierkreiszeichen Jungfrau. Im Grenzbereich Venus befindet sich im Grenzbereich und mit dieser Rückläufigkeit können die Jungfraugeborenen damit rechnen, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Uranus ist auch rückläufig. Uranus bringt immer Umbrüche, Veränderungen. Bei dieser Rückläufigkeit kann das eine Bremse sein, aber kann auch Themen sein von Vergangenheit. Und diese Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, damit können Sie Wiedergeborenen rechnen. Neptun ist auch rückläufig. Das sind alte Erinnerungen. Neptun ruft oft Täuschungen und Enttäuschungen hervor und das befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Alte Erinnerungen, das kann unangenehm sein, aber Neptun hat auch eine wunderbare Seite und das sind die Träume, die Visionen und das sollen die Wassermann-Geborenen leben, gerade in diesem Bereich, wo die schöpferische Kraft liegt. Pluto befindet sich im Schützen. Die einzelnen Tierkreiszeichen haben bestimmte Themen, was wichtig ist. Bei Waagegeborenen ist die Liebe Partnerschaft, aber auch die Selbstdarstellung, auch die Wahrheit, die Orientierung wichtig. Bei Schützengeborenen sind die Verträge, auch die Geld, alles was mit Geld zusammenhängt und Jupiter bringt Glück und Gewinnchancen, das haben gerade die Skorpiongeborenen. Bei Schützengeborenen ist gerade wichtig, auf die Gefühle achten, das in Ordnung zu bringen, alles loslassen, was im Weg steht, das ist die Pluto-Energie, in Kraft bleiben und das ist das innere Kraft. Die Steinbockgeborenen haben auch karmische Themen, aber bei Steinbockgeborenen ist anderes wie bei Krebsgeborenen. Bei Steinbockgeborenen ist das die Vergangenheit. All das, was in früheren Leben erlebt hat, kommen alte karmischen Erinnerungen oder Begegnungen. Die Wassermann-Geborenen brauchen Kraft
diese Ideen, was hier die schöpferische Energie liegt, umsetzen in Tat. Und Neptun, die Träume, die Visionen, daran liegt gerade die Kraft. Und auch wenn hier alten Enttäuschungen hochkommen, das Loslassen und diese Traum in diese Vision vertrauen und mit dieser Mars-Energie, in diesem Kraft bleiben, was alles in Bewegung setzt. Natürlich kann Mars auch eine männliche Person sein. Bei Wiedergeborenen sind Umbrüche, Veränderungen, bei vielen Wiedergeborenen in die Liebe, Partnerschaft. Welche Verbindungen haben wir? Sonne verbindet sich mit Pluto. Sonne-Pluto-Verbindung, sehr schön, sehr harmonisch. Hier haben wir die Klarheit, wovon sollen wir uns verabschieden, loslassen, trennen, kündigen, damit wir in unserer Kraft, in unserer Energie bleiben. Da kommt die Wahrheit, da kommt die Klarheit. Dann haben wir auch eine sehr schöne Verbindung zwischen Mond und Ketu. Mond im Schütze, Ketu im Skorpion, das ist die alte Karma, diesen karmischen Knoten. Also hier kommt alles in Erinnerung und das fühlen wir auch bei Mondenergie. Handelt sich um unsere Gefühle und das spüren die Steinbockgeborenen, aber auch die Schützengeborenen. Diese Mondenergie beeinflusst die aufsteigende Mondknoten oder Rahu, dieser Drachenkopf. Das ist die Richtung, den neuen Weg. Aber diese Verbindung verunsichert eher. Man weiß nicht, welche Richtung soll man sich entwickeln oder welche Richtung soll man orientieren. Das trifft die Schützengeborenen, aber auch die Krebsgeborenen, weil hier ist Rahu, hier ist die Drachenkopf bei Tierkreiszeichen. Krebsgeborenen. Mond befindet sich in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Mula und bedeutet Fundament, Basis, Sicherheit, Stabilität. Und wir dürfen nicht vergessen, die Tierkreiszeichen Schütze zeigt im Zentrum unserer Galaxie die Milchstraße. Und diese Mondenergie verbindet sich mit der Lagunennebel. Dieser Lagunennebel befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und das bedeutet Orientierung, aber es ist noch benebelt. Heute ist es schwierig, diese Klarheit zu bekommen. Warum? Weil hier haben wir Pluto-Sonne-Themen und das heißt erstmal abschließen die Vergangenheit, kündigen, trennen, loslassen. Aber nur von das, was stört, all das, was wichtig ist und wertvoll ist, das sollen wir immer befestigen. Also die Stolpersteine aus dem Weg räumen und wenn das fertig ist, da haben wir mehr Klarheit, mehr Orientierung, dann ist dieser Nebel weg und können wir neu klar und deutlich etwas sehen, erkennen. Und dann haben wir die Fundament, die Basis, das trifft in erster Linie natürlich die Schützengeborenen, aber Mond wirkt nicht nur für die Schützengeborenen, sondern Mond beeinflusst uns alle. Das ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Diese Mondenergie unterstützt die Löwengeborenen und die Widdergeborenen, aber auch die Wassermanngeborenen und die Waagegeborenen. Für die Zwillingsgeborenen spiegelt etwas und für die Zwillingsgeborenen bedeutet das auf die eigenen Gefühle achten, auf dem Gleichgewicht bringen, aus dem inneren Gleichgewicht. Und das ist sehr wichtig, damit bewusst umgehen, sonst kommen Einflüsse von außen und die Zwillingsgeborenen verlieren die Gleichgewicht, kommt Nervosität. Diese Mondenergie unterstützt die benachbarten Tierkreiszeichen und diese Unterstützung bekommen sie von außen, die Skorpiongeborenen und die Steinbockgeborenen. Diese Mondenergie verunsichert die Krebsgeborenen und die Stiergeborenen und bremst momentan die Jungfraugeborenen und die Fischengeborenen. Die sind unsicher oder nervös, ist auch nicht die richtige
Augenblick etwas Neues starten, sondern lieber abwarten, bis Mond übergeht in Tierkreiszeichen. Steinbock ändert sich dann die Energie. Und die Stunde, in welche Stunde steht Mond gerade bei Sonnenaufgang? Damit starten wir den Tag. Und da gibt es auch Weisheit. Das kommt nicht von indischer Astrologie, das kommt von jüdischer Weisheit. Und die heutige Zeit, mit dieser Zeit starten wir heute, heißt für unseren heutigen Tag Zeit zum Heilen und bedeutet auch alles hinter uns lassen, niederreißen, was wir nicht brauchen, und dann kann etwas Neues entstehen. Das ist die Aussage. Ich habe auch eine Aussage über Krankheit. Was sagt mir diese Krankheit aus? Diese Video habe ich nicht veröffentlicht, aber wenn Interesse besteht, ihr könnt jederzeit mir eine E-Mail schreiben und ihr bekommt den Link zu diesem Video gratis. Fühlt euch zu nichts verpflichtet. Und noch eine Information über die Weihnachtsangebot, das verkünde ich in einem kurzen Video und wir übergehen jetzt auf diesem Infovideo. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Gesundheit und habe ich die Frage gestellt, was sagt mir diese Krankheit aus? Und genau das möchte ich euch erklären. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Krankheit eine psychische Ursache hat und jede Krankheit flüstert uns etwas. Wir sollen etwas verändern, verbessern unserem Leben. Und genau diese Sprache, was unserem Körper zeigt, sollen wir auch verstehen. Diese Aufnahme, diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Aber wenn ihr wirklich Interesse daran habt, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video über Gesundheit. Was will diese Krankheit mir sagen? Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Anschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt eure Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern, verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und das ist maßgeschnitten, passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein.
Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und meine persönliche Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf eure Situation, passend auf eure Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesen besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.